fühlt sich halt schon ein bisschen sicherer, finde ich. Also man weiß halt, es erkennt einen keiner. Ich bin wahrscheinlich noch der Extrovertierteste in der Band, aber die anderen sind eher so zurückhaltende Typen und denen ist das sehr wichtig halt, dass sie halt nicht erkannt werden. Und glaub, ja, vielleicht hat es schon was mit Verstecken zu tun. Funktioniert aber nur wegen den Masken, glaube ich. Ich glaube, ohne die Masken würden wir uns auch keine Cowboy-Outfits oder Koch-Outfits oder goldene Anzüge anziehen. Also es geht nur wegen den Masken. Mein Name ist Jan Blum. Ich glaube, ich bin schon so eine typische rheinische Frohnatur wahrscheinlich. Bin manchmal ein bisschen impulsiv. Wie sagt man impulsiv? Manchmal ist das Mundwerk schneller als die Gedanken, sage ich mal. Und ansonsten bin ich eigentlich ein gut gelaunter Typ und ja, unkompliziert bin ich, glaube ich. Halt, der Tanzmeister hat das Wort. Diese rheinische Frohnatur versprüht ihre sonnige Lebensfreude entweder maskiert am Schlagzeug oder versteckt hinter Papier. Drei Jahre habe ich in Afrika gelebt. In Kenia, also mein Vater ist bei der Caritas, hat da ein Projekt geleitet. Genau den Mauerfall habe ich verpasst. Gut, war dann halt weg, als ich wiederkam. Es ist einfach schön, also ich hatte da meine Freunde, also habe nur mit afrikanischen Kindern gespielt und bin dann da in den Kindergarten gegangen. Ach, das war einfach eine super Zeit. Und was mich aus Kenia geprägt hat, ist einfach dieses Lockerbleiben. Tausende Kilometer fern der Heimat verpasst man schon mal den Mauerfall und pfeift das Lied des Lebens in Dur. Minasan konnichiwa. Shirin Michael des Manga no Reiter des. Yoroshiku onegaishimasu. Chou hazukashii des. Mein Name ist Michael Shirin. Ich war mit 15 zum ersten Mal in Japan über eine Städtepartnerschaft. Dann noch ein paar Mal und habe dann auch Japanisch studiert. In Japan hat man da einen anderen Blick auf die Gesellschaft, weil man von außen kommt und vieles ganz anders wahrnimmt mit mehr Abstand. Eventuell habe ich mir das auch zurück nach Deutschland mitgebracht. Aber ist schon möglich. Doch, ich glaube schon, dass mir das was gebracht hat, die Zeit in Japan. Zurück in Deutschland treffen die Freigeister im Rheinland aufeinander und heilen die überhitzte Gesellschaft durch ihren erfrischenden Humor. Wir haben eine Figur, es gibt einen Psychiater. Da sitzen immer verschiedene Patienten auf der Couch. Ich bin bestimmt Psycho, Micha auch. Ja. Also wir betreuen uns gegenseitig psychologisch, würde ich mal sagen. Ja. Kunsttherapie könnte man das nennen. Eine sehr gute Freundin von mir ist Psychologin. Das ist ein wahnsinnig interessanter Beruf. Vielleicht wollte ich ja Psychologe werden. Vielleicht sind es ja doch die eigenen Probleme, die ich damit therapiere. Ich weiß es nicht. Schilling und Blum, eine Selbsthilfegruppe, deren Seelenklempner auf dem Papier die Lachmuskeln strapaziert. Dieses perfekte Duo mit dem Hang zum Frohsinn ist preisverdächtig.